Guten Morgen! Seit dem Umstieg auf die Rohkost bin ich natürlich ständig am Ausprobieren neuer Rezepte. Und ja, jetzt hat es mal wieder richtig geklingelt und ich habe ein Rezept kreiert, was egal ob Fleischesser, Veganer oder Rohköstler die Herzen höher schlagen lassen wird. Ist es besonders scharf? Nein. Ist es besonders süß? Nein. Ist es besonders würzig? Nein. Es ist so unendlich harmonisch und ausgewogen. Ein Rezept, was die Zeiten überdauern wird und ja, idealerweise im Dürrgerät, aber auch im Backofen sicher sehr, sehr toll wird. Für mich als Rohköstler ist dieses Gericht ähnlich wie der Rohkost-Rinderbraten, den ihr oben in den Infokarten findet, einfach ein absolutes Geschenk. Das eigentlich egal ist, auf was ich jetzt gerade Heißhunger habe. Diesen im Endeffekt durch dieses Gericht eigentlich immer bedienen kann, weil es so harmonisch ist. Es ist wirklich einfach ein Traum. Und bevor ich euch jetzt weiter auf die Folter spanne, habe ich einfach mal mitgefilmt, wie ich diese harmonischen Pilze, so wie ich dieses Rezept genannt habe, gemacht habe. Viel Spaß! Also, wir fangen an. Generell brauchen wir erstmal zwei Paprika, zwei kleine Zwiebeln, das sind halt zwei mittelgroße Zwiebeln, ich werde es probieren, aber ich habe es mit zwei kleinen das erste Mal gemacht, da war es wunderbar. Jetzt versuche ich nur ein bisschen zu erhöhen, aber das müsst ihr wissen. Also, zwei Paprika, zwei Zwiebeln, zwei große Knoblauchzehen, das sind jetzt so mittelgroße, deswegen habe ich jetzt hier mal drei genommen. Dann 100 Gramm eingeweichte Mandeln. Dann brauchen wir Oregano, dann brauchen wir Kreuzkümmel und ich habe hier Kräuterbuttergewürz. Da ist drin Melisse, Petersilie, Dill, Lauch, Sellerie, Knoblauch, Zwiebel, Paprika, Karotten und Schnittlauch. Ich habe auch so ein Gyrosgewürz mal genommen. Das hat auch funktioniert. Also denkt jetzt einfach mal irgendein Gyrosgewürz. Aber eigentlich Melisse ist relativ wichtig. Also die Melisse, die schmeckt mir auch raus, finde ich persönlich sehr interessant. Aber ihr könnt auch einfach eine andere Gewürzmischung nehmen. Achtet nur drauf, dass kein Salz drin ist. Also wirklich nur Kräuter. Aber ihr könnt gerne so eine Gyros-Gewürzmischung oder sonst was nehmen. Ich habe jetzt hier Kräuterbutter-Gewürzmischung. Ich habe da ein paar, gibt auch Spaghetti-Gewürzmischung und so weiter. Genau, dann brauchen wir noch Sojasauce. Wenn ihr 100% Rohkost wollt, dann eben rohköstlich. Die kostet allerdings wieder zwischen 8 und 8,50. Ich habe jetzt noch nichts Billigeres gefunden. Ja, muss ich auch sehen, ob ich das beibehalte. Also die Fleische mache ich jetzt noch alle und dann denke ich ernsthaft drüber nach, eventuell sozusagen zu einem nicht rohköstlichen zurückzuwechseln. Weil, ja, also das ist glaube ich nicht so wichtig und so viele Nährstoffe in der Sojasauce enthalten, aber da informiere ich mich noch. Und dann haben wir noch Olivenöl. Genau. Und dann natürlich die Pilze. Ich habe hier, also das alles ist ungefähr für 1 Kilo Pilze ausreichend. Also für das Marinieren von 1 Kilo Pilzen. Und entsprechend mache ich auch 1 Kilo 500 Gramm Champignons und 500 Gramm Austernseitlinge. Ganz interessant bei Austernseitlingen ist, die haben oftmals so einen weißen Schaum. Das sieht man jetzt hier nicht mit der GoPro. Auf jeden Fall, das sieht aus wie Schimmel, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber das ist relativ normal und das ist ungefährlich. Worauf ihr achten solltet bei solchen Austernseitlingen, die haben ja immer diese Lamellen hier unten. Und wenn diese Lamellen anfangen, sich so also zur Seite zu wölben, dann ist nicht gut. Die müssen immer gerade nach oben stehen. Hier ist jetzt durch den Druck zur Seite gemacht, aber wenn die jetzt ganz normal sind, sind sie immer noch nach oben. Aber wenn die zur Seite fallen, dann ja, würde ich nicht mehr empfehlen. Hier sieht man übrigens das Weiße nochmal ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob mit der GoPro man das jetzt so gut sieht, aber das ist halt wie so ein weißer Flaum. Sieht aus wie, ja, wie vom Camembert, der Edelschimmel. Kann man aber wunderbar essen. So, ja, und würde sagen, legen wir einfach los und im Endeffekt denkbar einfach, ne? Also zuerst schön mit Paprika. Und wie gesagt, letztlich kommt alles im Mixer, also wie gesagt, je nachdem, wie weit, manche mögen ja die Kerne und das Weiße nicht so, aber macht nicht wirklich, also wenn das alles gemixt ist, könnt ihr relativ relaxed sein. So. Mandeln 100 Gramm, Knoblauch 10. Beim Mixen müsst ihr dann schauen. Also ich versuche es immer ohne Wasser zu machen erstmal, in der Hoffnung, dass die Flüssigkeit reicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass auch trotz Stößel, dass ihr das nicht ordentlich mixen könnt, dann müsst ihr ein bisschen Wasser zusetzen. Das ist nicht das Problem, weil im Endeffekt das nachher sowieso dört.
und das Wasser eh wieder rausgeht. Und das dann dauert der Dörfvorgang halt länger. Aber ihr müsst das auf jeden Fall so der schönen Marinade alles mixen können. So, da haben wir jetzt die drei Knoblauchzehen. Dann halt die Sojasauce und das Olivenöl. Das ist halt die Flüssigkeit, die das so ein bisschen ja, dynamisch machen soll. Und halt zwei kleine Zwiebeln, sag ich mal. Wobei ich jetzt hier halt zwei mittelgroße genommen habe. Einfach aus dem Grund, weil ja, ich will einfach mal probieren, inwieweit das funktioniert. Also inwieweit, weil ich mag Zwiebeln sehr und gedörrte Zwiebeln relativ lecker, aber schauen wir einfach mal. Wobei mir das jetzt schon tendenziell, ja, ich glaube, das ist schon ganz schön ordentlich mit den Zwiebeln. Also, ja, also wie gesagt, nehmt zwei kleine Zwiebeln, so habe ich am Anfang gemacht und da hat es wunderbar funktioniert. Das ist jetzt eher hier so ein Test, weil es das zweite Mal ist, wo ich das probiere. Also von daher. Genau, und dann an Gewürzen. Erstmal einen richtig stark gehäuften Esslöffel von dem Kräutern, was ihr wollt. Dann vom Oregano ungefähr die Hälfte von dem, was ihr von den Kräutern genommen habt. Und dann von dem Kreuzkümmel wiederum die Hälfte von dem, was ihr vom Oregano genommen habt. Also immer Hälfte, Hälfte, Hälfte. So, genau. Und das hier mixt ihr jetzt. So sieht das dann aus. Und eine richtig schöne flüssige Masse, die ihr dann einfach über eure Pilze kippt, wenn die dann fertig sind. Und die machen wir jetzt. Ihr nehmt euch eine Schüssel und dann schneidet ihr quasi, wenn ihr 500 Gramm nehmt, dann habt ihr nicht ganz so viel Marinade pro Pilz. Aber da ich jetzt nicht der ganz große Fettfreund bin und das 40 Milliliter Olivenöl sind, möchte ich diese 40 Milliliter Olivenöl im Rahmen, sag ich mal, einer Woche verbrauchen. Und da ist ungefähr ein Kilo Pilze und das ist für mich persönlich vollkommen schön und ausreichend. Wenn ihr natürlich jetzt gerne einen intensiveren Geschmack wollt, dann nehmt ihr einfach 500 Gramm Pilze und die Marinade. Wie gesagt, konzipiert ist das für 1 Kilo. So, und dann nehmt ihr im Endeffekt die Champignons und die Austernpilze und schneidet die ungefähr in einen halben Zentimeter dicke bis zu 1 Zentimeter dicke Scheiben. Macht das nicht zu dünn. Die Scheiben, das ist man immer halt tendenziell dazu geneigt, umso dünner, umso schneller geht's fertig. Aber ihr wollt auch ein bisschen was reinzubeißen haben. Ne? Es soll ja so ein bisschen so fleischmäßig sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Pilze vorher waschen. Ich mache das nie. Also ja, vielleicht nicht gesund oder so. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ein bisschen Dreck schadet nicht. Auch wenn es Industriedreck ist. Und ich bin auch der Meinung, dass ja, wenn halt Sachen sind, die im Körper kommen, die schädlich sind, dass unser Körper eben auch genug Puffersysteme hat, dieses dann im Endeffekt auch damit klarzukommen. Und dass es auch wichtig ist für den Körper, nicht steril aufzuwachsen und sich immer sozusagen sterilen Sachen gegenüber zu sehen, sondern dass man auch durchaus mal ein bisschen Dreck nehmen kann. Und was ihr hier seht, die schwarzen Dinge, das ist ja eindeutig Erde. Ne? Und deswegen, also Erde habe ich sowieso, denke ich, also ich hoffe mal, dass wir da übereinstimmen, dass Erde auf jeden Fall nicht ungesund sein kann, wenn man das isst. Also von daher kann ich nur empfehlen, auch wenn ihr im Garten seid oder was, eure Möhre rausholt, von mir aus tut die ein bisschen abputzen oder sowas, aber hört auf, die unter das Wasser zu halten, um dann unbedingt jeden kleinen Dreckklumpen da abzumachen. Weil ja, letztlich sind da viele Mikroorganismen auch dran in der Erde und gerade was die B12-Problematik angeht, ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt informiert seid, wenn ihr jetzt mein Rezeptvideo anschaut, aber ja, locker bleiben. Ne? So, also wie gesagt, dann braucht ihr jetzt nicht die ganze Zeit zuzugucken. Das Prinzip ist sicherlich verstanden, alles klein schneiden. Bei den Austernpilzen im Endeffekt genauso. Bei den Austernpilzen mache ich die gerne so ein bisschen, ja, dass die ein bisschen länger sind. Da habe ich dann so längere Streifen. Und ich mag auch sehr, sehr gerne die, kann man übrigens auch roh essen, schmecken sehr lecker. Ich mag die gerne auch die Stiele, weil die Stiele werden richtig schön zäh und von der Konsistenz gefällt mir das. Auch bei den Champignons. Viele schmeißen die Champignons, nehmen die und den Stiel rausmachen und ja, und essen nur die Kuppe. Aber ich finde den Stiel gerade lecker. Also von daher, ja, jeder wie er halt gerne lustig ist. Und dann macht er einfach die Schüssel voll und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, nachdem ihr euch die Hände gewaschen habt, nehmt ihr eben die Marinade und haut die über die ganzen Pilze drauf.
Wie gesagt, das ist komplett ohne Salz. Das ist alles, was so von der Würze her kommt, kommt von den Gewürzen und von der Sojasauce. Bei der Sojasauce gibt es verschiedene. Also die beste, die mir bis jetzt geschmeckt hat, das war so eine Bio-Tamari. Das ist eine, wo ich sagen würde, ja, also das ist jetzt die leckerste. Die habe ich irgendwo mal in Kaufland oder so gekauft. Die Rohkostsoße jetzt schmeckt rein vom Geschmack her, ist die, muss ich sagen, jetzt nicht so Bombe. Also, ja, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber der Geschmack kommt halt vor allem, ja, durch frische Zutaten. Also nicht durch ein Salz, durch einen einfachen Verstärkungseffekt, sondern eben durch wirklich, ja, sagen wir natürlich, sagen wir Zwiebeln, Knoblauch, eben die Kräuter und die Gewürze, eben auch die Sojasauce, Paprika und so weiter. Ja, und das tut ihr im Endeffekt jetzt so in die ganzen Pilze vorsichtig einmassieren. Ich habe leider keine größere Schüssel, aber umso größer, umso einfacher habt ihr das dann. Ne? Dass jeder Pilz quasi alles schön genug von dieser wunderbar leckeren Marinade hat. Und ich sage euch was, also wirklich, also wenn ihr die gedörrt habt und ihr habt immer so, wenn andere Menschen dann zu euch sagen, ja, Rohkost, das könnte ich nicht oder was, gebt dem mal welche von den Pilzen. Also die sind so mega lecker, also das ist nicht irgendwie Verzicht oder sonst was, das ist einfach mega, mega lecker. Man muss sich natürlich hinstellen und kann ich jetzt hier ein eingeschweißtes Steak nehmen, hier so ein Schweinenackensteak mit Kräutermarinade, haut das auf den Grill und dann hat man diesen Geschmack. Nee, da muss man eben ja, sich hinstellen, muss halt die Marinade mixen und muss halt die Champignons da quasi schneiden, die Pilze, ja, und dann eben ja, dünn. So, das ist halt ein bisschen aufwendiger. Aber ganz ehrlich, Leute, ist es wirklich so schlimm? Also, ich weiß nicht. So, genau, und jetzt ist fertig. Und jetzt tut im Endeffekt die ganzen Pilze, die ihr hier habt, ist übrigens ein total sinnliches Vergnügen immer da rein, weil Pilze haben ja auch so ein bisschen so, ja, so eine ganz spezielle Konsistenz. So irgendwie total sinnlich. Ich glaube, ich bin auch schon ein bisschen erregt jetzt. Vielleicht sollte ich die Kamera mal ausmachen. So, wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir jetzt fertig. Und jetzt legen wir das alles quasi aufs Dörrgerät. So, 24 Stunden später. Ich habe immer mal schon ein bisschen was gegessen. Hier sieht man es nicht so, aber hier sieht das Blech schon teilweise ein bisschen leer aus. Also es schmeckt echt total rund, voll, einfach nur gut. Nicht zu scharf, nicht zu würzig, ganz, ganz mild und aber trotzdem... ja, kräftig irgendwie, also richtig schöne, perfekte Kombination. Kann ich absolut empfehlen. Ich präferiere immer die Austernpilze, weil die noch etwas so eine zähere Konsistenz haben als der Champignon. Schmecken aber trotzdem wirklich beide richtig gut. Und wie ihr seht, habe ich ja auch mit Zucchini das probiert. Und mit der Zucchini, die schmeckt auch sehr gut. Also wirklich, die Marinade ist vielseitig einsetzbar. Einfach, weil sie auch wirklich so rund ist. Also wirklich, absolute Empfehlung. Und so. Viel Spaß beim Nachmachen, würde ich sagen. Also wegen der Zeit müsst ihr einfach mal mit eurem Dörrgerät und Backofen experimentieren. Die Pilze müssen einfach schon richtig schön trocken sein und nur eine leichte Zähigkeit aufweisen. Aber das ist auch irgendwo Geschmacksfrage. Auf jeden Fall schon richtig trocken. Ich empfehle die Austernpilze etwas mehr als die Champignons. Aber das ist auch sicher eine Preisfrage. Wobei Austernpilze jetzt nicht so teuer sind. Aber die Konsistenz dieser Austernpilze, die trägt halt nochmal dazu bei, dass das Ergebnis noch angenehmer wird. Und unbedingt die Stiele dran lassen. Ich sehe so viele Videos von Rezepten, wo die Stiele der Pilze entfernt werden. Das ist totaler Unsinn. Gerade die Stiele, die haben diese zähe und bissfeste Konsistenz. Das ist für mich mit Abstand das Beste am ganzen Pilz. Aber auch das ist wahrscheinlich wieder Geschmacksfrage. Ich wollte es euch nur sagen.
morgen Abend wieder der Let's Talk und mein Angebot an Euch, mit mir direkt zu reden. Kein Thema aus Eurem Leben und Eurer Gedankenwelt ist tabu. Wir hatten von der flachen Erde bis hin zum Nationalsozialismus schon alles dabei. Ich bin zu 100% tolerant in den Gesprächen und verurteile niemanden, nur weil er ja eine nicht gesellschaftlich akzeptierte Meinung hat. Auch wenn ich natürlich selber eine Meinung habe, die vielleicht auch abweicht von demjenigen, mit dem ich mich unterhalte. Aber die werde ich Ihnen dann ganz normal mitteilen und wir werden uns darüber offen und ehrlich unterhalten. Bei mir darf jeder sagen, was er will, solange er nicht direkt dazu aufruft, anderen zu schaden, sondern einfach nur seine Meinung teilen und darüber reden möchte. Morgen Donnerstag um 8 Uhr stehe ich wieder für mindestens eine Stunde zur Verfügung. Die Mission Vegan 5 ist wieder auf ein neues Level gekraxelt. Die Alex hat auf ihrem Kanal, den ich hier verlinken werde, durch das Austauschen einer Zutat wieder ein komplett neues Rezept kreiert und rausgekommen sind Bratkartoffeln mit einer Hodencreme. Also den meisten sind ja bekannt unter dem Namen Avocado-Creme, aber das Wort Avocado geht ja aufgrund des widerlichen Geschmacks und dieser fettigen Konsistenz, die an das Innere eines Hodens erinnern, auf das Wort Avocado zurück, was eben auch die wortwörtliche Übersetzung von Hoden ist. Aber es gibt ja genug Menschen, die der gehirnwaschenden Avocado-Industrie und dessen perfiden Spiel mit dem menschlichen Bewusstsein unterlegen sind, und denen wird das Rezept von der Alex sicherlich sehr gut gefallen. Aber naja, allen, die sich lieber von mir ihr Gehirn waschen lassen wollen und keiner meiner rar gesäten Videos jemals verpassen wollen, die können mich nach wie vor hier oben abonnieren. Lasst uns gemeinsam offen und ehrlich unser Leben miteinander teilen, mit Humor, mit Spaß, mit Zufriedenheit und und jeder seinen optimalen Weg für sich im Leben gehen und uns darüber eben auch austauschen. Selbstbestimmt und zufrieden. Ich freue mich, Euch morgen wiederzusehen. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.